Hi, hier ist Marc und ich bin beim UCI Sprint World Cup in Winterberg. Eine super Veranstaltung. Wir sind ein bisschen früher angefahren, damit wir noch ein bisschen was filmen können, bevor hier das große Rennen losgeht oder die ganzen Rennen. Und ihr seht hier, haben wir einen Pumptrack. Und ich wollte kurz euch zeigen, die häufigsten Fehler beim Pumptrack fahren und wie ihr die korrigieren könnt. Okay, der häufigste Fehler ist, dass die Leute sich nach vorne lehnen beim Pumpen. Konnt ihr gut erkennen gerade. Um das Vorderrad in die Mulde reinzupuschen, nutzen viele dann ihr komplettes Körpergewicht. Das ist sehr ineffizient und raubt einem viel Kraft. Wichtig ist, dass ihr dann beim Belasten des Vorderrads, wenn ihr in die Mulde reinpusht, wirklich aus den Armen arbeitet, eure zentrale Haltung behaltet. Das Rad wird sich dann unter euch bewegen. Das werdet ihr auch merken. Und das ist auf jeden Fall viel effizienter und ihr gewinnt mehr Geschwindigkeit. Und so, das war das nächste typische Fehlerbild. Und zwar, viele versuchen, wenn sie ihr Hinterrad, also auf dem Bein steht euer Hauptkörpergewicht, in die Mulde reinpushen, dass sie das mit dem Körpergewicht machen. Also sich so von oben nach unten werfen, anstatt es aus den Beinen zu machen und den Körper ruhig zu halten. Das sieht man ganz, ganz häufig. Deswegen filmt euch mal selber dabei, um zu prüfen, ob ihr das auch so macht oder ob es schon richtig ist mit der Beinarbeit. So, das war auch ein häufiger Fehler. Der kann je nachdem, wie der Pumptrack gebaut ist, auch gefährlich werden. Wenn man pedaliert, um nochmal Schwung zu holen, sollte man das immer da machen, wo jetzt gerade nicht der Hubel kommt. Weil wenn man mit dem Pedal auf den Hubel kommt, kann man auch stürzen. Deswegen, ich habe das mal simuliert, ist nichts passiert. Aber da müsst ihr wirklich aufpassen, gerade wenn das so kleinere Pumptracks sind mit relativ steilen Hügeln. Man kann sehr oft, wenn das eine Kurve hat, in der Kurve ganz innen fahren und da pedalieren. Dann hat man für die nächste gerade genug Schwung, dass man mit waagerechten Pedalen über die Hügel fährt. Liebe Leute, das waren die Top 3 der Fehler beim Pumptrack-Fahren, die man häufig sieht bei Leuten, die das einfach so üben. Und ich verlinke euch unter das Video mal ein Video, wo ich auch euch mehr Pumptracks gebe im Bikepark Winterberg. Und ihr seht jetzt hier im Hintergrund, voilà, hier kommen die Profis. Hier B-Pump, da könnt ihr auch Pumptracks mieten, im Streckenbau machen die Jungs alles. Und ja, jetzt wollte ich euch noch sagen, ein Fehler, den ich vergessen habe, viele lassen den Sattel oben. Ich habe mir gerade meinen Imbus geliehen und mal schnell runter gemacht. Also wenn ihr wirklich im Pumptrack ein bisschen fahrt und ihr seid normale Mountainbiker mit normalem Mountainbike, macht auf jeden Fall den Sattel runter. Das macht dann viel mehr Spaß und ist auch viel besser. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.